So, dann wollen wir mal schauen hier oben. Ich hoffe mal, dass die Priester mich auch weiterhin in Ruhe lassen. Wäre schlecht, finde ich. Weil ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Ob ich jetzt unten oder da oben lang soll. Aber ich gehe mal hier nach hier oben. Wird schon passen. Ja, ich habe gerade mit Automatik auf einen Rahmen geschossen. Als ob hier nichts ist. Wow. Ah doch, warte. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Ich habe das ja noch nicht gesehen. Und hier ist auch nichts. Ernsthaft. Wirklich. Ernsthaft. Ja, doch, da. Na toll. Wow. Das, wow. 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 Das war genau so geplant. Ich weiß gar nicht, was man jetzt dagegen sagen soll. Das war das richtig so. Ja. Dann hier rauf, dann gehen wir natürlich hier in die Kante und dann gehen wir dann entspannt hoch. Wunderbar. Und dann kann ich hier runter. Und dann kann ich hoffentlich darauf stehen. Ich speichere noch mal. Nicht, dass ich hier noch nicht drauf stehen kann. Das wäre schlecht. Da, ich kann nicht stehen. Alles gut. Wo? Da. Ah, das ist da hinten erst. Da kommt er gar nicht her. Dann ist ja supi. Na doch, wunderwohl. Mistvieh. Das liegt noch an, aber wo? Hinter mir? Ah. Wie viele Schüsse die Raben einfach einstecken, ist einfach schön. Lara? Wow. Das war wirklich total impressive. Thank you. Danke für diese Performance. Jetzt bin ich sehr stolz auf dich. Naja, wenn ich gerade eh schon mal unten bin, kann ich mal gucken, was hier unten ist. Ich glaube nichts. Nee. Aber kann man hier lang? Theoretisch schon, würde ich sagen. Aber kommen wir nicht genau dahin, wo ich auch gleich von da oben hin soll, oder? Was mache ich? Na, ich sag mal. Ich will ja nicht jetzt das erkunden, was ich dann irgendwie später es aufdecken sollte. Aber was mache ich denn sonst hier? Das ist die Frage. So. Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn da? Ah, ich kann hier hochgehen. Aha. Und das bringt mir jetzt genau was? Was genau bringt mir das? Hä? Das bringt mir auf jeden Fall nichts. Hä? Bin ich doof? Habe ich irgendwas verpasst? Aha. Das erklärt einiges. Mal ganz kurz. Ist das passend? Ich glaube schon. So, hallo. Ich höre dich schon.
Ich will die Waffen einstecken, falls es ein Mönch ist, damit er mich in Ruhe lässt. Oder so ein leckeres, was auch immer hier rumsteht, hätte ich auch ganz gern. Ich mach's, glaube ich, doch wieder leise. Das hört sich irgendwie doch zu laut an. Ich weiß es nicht. Hallo? Hallo? Hier tut mir nichts, ne? Sagen wir, ich euch nicht angreife. Hier, lass mich in Ruhe, sehr schön. Das ist eigentlich voll schön hier. Du tust ein bisschen eher was. Kann es sein, dass die mich einfach auch unterstützen im Kampf? Oder schützen sie einfach nur sich selber? Naja, solange die mich in Ruhe lassen, ist alles gut. Dann kann ich damit leben. Obwohl ich ja einem von ihren Freunden helfen wollte. Hier brauche ich einen Schlüssel. Der hat es zwar nicht überlebt, aber da kann ich nichts für. Hallo. Na du. Ach ja, das sind ja ganz normale Sachen, die ich auch in so einem Kloster finde. So riesige Sägeblätter. Rollen hier gerne mal rum. Ist was? Was ist los? Ach so, da sind Viecher, ist ein Typ. Nein. Nein, was denn? Nicht mich schlagen. Ich würde gerne mithelfen, aber ich habe immer Angst, dass ich einen Mönch treffe und mich dann hassen. Was sie höchstwahrscheinlich tun werden. Weil ich meine, klar, wenn man jemanden anschießt, dann dürfte das nicht so nett finden. Hi. Deswegen werde ich versuchen, die Typen auszuschalten, sobald es möglich ist. Aber wenn irgendwie die Mönche dazwischen stehen, dann lasse ich das erstmal. Weil gerade zum Beispiel... Es sah aus, als hätte sie auf den Typen gezielt, aber das Ding ist halt, dass der Mönch und der Typ ineinander standen. Und es hätte genauso gut sein können, dass ich eben nicht nur die Typen getroffen hätte, sondern eben auch den Mönch. Und das wäre natürlich nicht so cool gewesen. Aber gut. So dürfte ich eigentlich durchkommen. Easy going. Hoffe ich doch. Moment. Das bringt mir aber gar nichts, wenn ich da durchgehe, weil ich noch einen Schlüssel brauche. Okay, dann riskiere ich auch nicht mein Leben. Liegt da drüben irgendwas? Nee. Okay, dann riskiere ich mein Leben später. Weil wieso soll ich mich fast umbringen, wenn ich da noch gar nicht durchkomme? Tag. Ich finde es voll toll, dass sie mich einfach hier durchlaufen lassen. Seht ihr, liebe Kinder, einfach nett sein, dann sind die Leute auch nett zu euch. Das ist eigentlich echt voll schön. Was ist hier? Da liegt ein Schlüssel und da vorne... Ui, was steht denn da vorne rum? Ich dachte gerade, da liegt jemand und brennt, aber es ist eine Feuerschale. Also ist alles gut. Würde ich mich wohl hassen, wenn ich jetzt einen Schlüssel mitnehme? Darf ich das? Aha. Nee. Also ja, darf ich. Ich darf die echt nur noch nicht angreifen. Gute Idee, dass ich das nicht getan habe. Beziehungsweise Glück gehabt, dass ich es einfach nicht aus, was ich in den Typen getroffen habe. Also wenn da nichts runtergerollt kommt, dann weiß ich auch nicht. Dann schätze ich das Spiel gemeiner ein, als es ist. Was habe ich gesagt?
Ich schätze nicht, dass das Spiel zu gemein ein. Das war ja wohl die offensichtlichste Falle, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Dass diese Fackeln da liegen, heißt einfach nur, hey, komm hierher, dann wirst du schön überrollt. Aber nicht mit mir, mein Lieben. Nicht mit mir. Aha. Ob ich irgendwo hingekonnt hätte? Let's find out. Oder vielleicht ist sie einfach nur eine böse Falle. Hier komme ich runter. Aber wohin komme ich da? Oh, hier ist so viel Zeug. Kann die überall hin. Gleich mal weiter erkunden. Ich wollte gerade sagen, jetzt einfach nur verschlossen, aber nee. Alles gut. Okay, die Kiste hier kann man bewegen. Eigentlich sind die doch relativ auffällig. Zumindest die meisten Sachen, die man verschieben kann. Wie? Ja, weiter geht's nicht. Und zurück war ja natürlich auch nicht, weil da die Wand gar nicht ist. Okay, vielleicht habe ich gerade irgendwas Gutes geöffnet, was ich später gebrauchen kann. Ich hoffe. Ich hoffe, es hat irgendwas gebracht, dass ich irgendwie auf der anderen Seite gleich rauskomme und mir denke, boah, jetzt erstmal einen Block. So. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt irgendwas getriggert habe, deswegen doch mal wieder speichern. Nicht, dass ich gleich irgendwie getriggert habe, dass noch ein Block, noch ein Stern rauskommt. Oder dass hier gleich sowieso noch ein Stern rauskommt. Komm ich hier hoch? So im Notfall? Nee. Okay. Okay, ich habe echt damit gerade gerechnet, dass jetzt wirklich noch was kommt. Wasser. Oh, das haben wir lange nicht mehr gesehen. Das Wasser sieht echt schön aus. Ich will ja nichts sagen, aber die Wände da vorne gucken mich an. Also, so wirklich. Oh, das, hier ist Strömung. Okay. Wohin ziehen die mich? Okay, aber noch hier unten, okay. Das heißt, ich werde hier sterben, wenn ich mich hier nicht befreien kann. Na komm. Komm schon. Ja. Das ist jetzt lustig, ne? Wie komme ich jetzt hier jemals wieder raus? Ich glaube, das war gerade mein Todesurteil. Yep. Aber vielleicht kann ich doch noch wieder nach draußen. Ich komme nicht raus. Die Strömung ist viel zu stark. Oder? Ah, nee, ist zu stark. Da komme ich echt nicht mehr. Schaffe ich. Oder? Ah, nee, ich komme halt nur kurz raus, um halt Luft zu holen. Und dann taucht sie direkt wieder runter. Ja. Dammit. Das ist schon böse. Egal, vielleicht komme ich ja trotzdem irgendwie dran vorbei. Könnte ja sein. Dass ich vielleicht einfach nicht in die Mitte kommen darf. Ich versuch's mal. Na, komm, es sieht doch ganz gut aus. Ja, ich bin draußen. Oh. Wir haben eine schöne Aussicht. Ich bitte, lass mich hier nicht sterben. Okay, das Wasser. Alles ist gut. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass ich jetzt irgendwo auf Stacheln falle oder so. Oh Gott, es ist ja dunkel. Und die Musik sagt auch nichts Gutes.
Ich habe das Gefühl, ich sollte speichern. Oh mein Gott. Och nee. Aber ich habe auch schon ein bisschen darauf gewartet, dass wir nicht mehr wiederkommen. So. Erfolgreich überwunden. Da sind die nächsten. Sehr schön. Direkt speichern. Das sieht doch besser als erwartet. Wunderbar. Ich hoffe, ich komme hier irgendwo jetzt raus, wo ich mir denke, boah, eigentlich bin ich hier, oh, die Fackel geht aus. Okay, alles gut, ist wieder hell. Dann ist super. Wo bin ich? Oh, hallo. Oh, da kommt jemand. Du Arsch, Alter. Du dreckiger Arsch, ey. Oh, hi. Ja, gut, dass du schön, Alter, was geht denn mit dir ab? Hallo, komm mal runter. What the fuck? Wie viel Leben hat er gerade abgezogen? Ist schon wieder so dunkel. Gut, dass wir so viele Fackeln haben. Da kommt so 100% Feuer raus. Hat er echt nichts fallen lassen? Du Arsch, Alter. Bist nicht nur ein Mörder, sondern du bist auch noch gleich zeitig böse. Gut, das Mörder jetzt sind ja nicht so nett, das kann ich eigentlich denken, aber. Ja, normaler Meme. Was? Hallo? Die Musik sagt schon hier, Achtung, Falle. Und das ist mir schon klar. Aber. Ich riskiere es. So, was passiert jetzt? Alle Dinger brennen. Oh. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Ich glaube, ich muss ja echt in der Mitte durchspringen. Bitte renn nicht nach vorne. Ich weiß, das machst du gerne, wenn ich gucken möchte, aber bitte tu es nicht. So, warte, lass mich mal kurz gucken, wofür wir überhaupt gerade unser Leben riskieren. Für eine Gebetsrolle. Ui. Die muss schon ganz schön wichtig sein, wenn man sowas hier einbaut. Ich möchte gern wissen, wie die Mönche das machen, wenn sie in die Rolle dran müssen. So, mal schauen, ob ich das überlebe. Ich hab's doch echt überlebt. Beautiful. Das hat ja perfekt funktioniert. Ich habe nicht mal ein bisschen Leben verloren. Jetzt bin ich ein bisschen stolz. Ah, ist das der Block, den ich gerade eben rausgeschoben habe? Wahrscheinlich. Die Frage nur, wieso kann ich den Block hier verschieben? Muss ich irgendwo hoch? Oder? Muss ich. Moment mal. Stopp, 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 stopp. Was für eine sinnvolle Ecke. Muss ich vielleicht hier irgendwo hoch? Oder hier hinten? Nee. Okay, es ist einfach nur ein Weg zurück. Gut.